Wir kommen wie angekündigt jetzt zur Charttechnik. Experte ist heute Morgen Rüdiger Maas von ElliottWaver.de. Herr Maas, schauen wir uns doch zunächst den DAX gemeinsam an. Was für Muster erkennen Sie dort? Guten Morgen, Herr Groß. Das ist wirklich eine Herausforderung. Seit Januar haben wir da ganz komplexe und ganz schwierige Muster zu erkennen. Und zwar sehen wir auf der linken Seite ein waagerechtes Dreieck, das kündigt einen Trendwechsel nach unten an. Hat es auch kleine Abwärtsbewegungen gegeben. In der Mitte des Charts sehen wir wieder ein waagerechtes Dreieck, zwei nebeneinander. Das ist mir in meiner 13- oder 14-jährigen Laufbahn jetzt das erste Mal passiert, dass sowas geschehen ist. Anschließend gibt es eine Aufwärtsbewegung, die entspricht auch den Regeln und sagt, also jetzt müsste der Abwärtstrend einsetzen. Oben entsteht sogar noch ein diagonales Dreieck, das ist auch ein Abschlussmuster. Anschließend hätte jetzt aber ein Zeichen dafür entstehen müssen, dass der Markt jetzt wirklich nach unten will. Aber seit dem Hoch bei 8.084 hat es ein Gap gegeben und es hat ganz viele Seitwärtsbewegungen gegeben, die also keinen klaren Trend darstellen. Das bedeutet, ich bin sehr, sehr, sehr vorsichtig im Moment. Also es gibt drei Signale dafür, dass der Markt nach unten gehen sollte. Aber das Entscheidende, dass diese Abwärtsbewegung einleitet, ist noch nicht entstanden. Das heißt, ich bin sehr vorsichtig. Es kann sein, dass wir eventuell noch einen Hoch bekommen. Es ist die Tendenz dafür, dass der Markt nach unten geht. Aber ich kann die Stops nach oben nicht genau bestimmen, weil diese Abwärtsbewegung, die wir ja sehen, sehr, sehr komplex ist und nur aus Korrekturmustern besteht. Also der DAX führt hier zumindest aus Elliott-Wellensicht betrachtet so eine Art Eigenleben auf, was fast nicht greifbar ist. Wenn wir nach Amerika schauen, S&P 500, sehr, sehr weit gefasst, gibt es da Muster, die irgendwo eine klarere Sprache sprechen? Na, das ist wirklich eine Erholung auf diesen Chart zu sehen. Da habe ich ein bisschen größeren rausgesucht, seit 2010, April. Und da bildet sich seit dieser Zeit ein steigendes Dreieck, das heißt also ein Abschlussmuster. Wir sehen ganz genau, dass da steigende Korrekturmuster entstanden sind, immer wieder ABC-Wellen, ABC-Wellen. Es steigt in so einem Keil zusammen. Wir haben jetzt den Ausbruch erlebt. Das Kursziel vom letzten Mal wurde bereits erreicht. Es kann auch sein, dass wir da noch ein klein bisschen nach oben gehen. 1580 habe ich als Ziel. Und dann warte ich auf das erste Signal für den Abwärtstrend, das hoffentlich nicht so komplex ist wie beim DAX. Aber da sollten in der nächsten Zeit, also dieses mittelfristige Ausblick, fallende Kurse entstehen, die bis 1070 reichen können. Das ist aber ein Ausblick für das nächste halbe Jahr oder das nächste Dreivierteljahr. Also wir hatten jetzt einmal den Chart vom DAX, der fast zum retinalen Infarkt geführt hat. Sehr erholend und erholsam dagegen der S&P 500. Wie sieht es bei der Commerzbank aus? Bei der Commerzbank hatte ich ein Kursziel von 1,14. Wir sind bei 1,11 angekommen. Es hat sich herausgestellt, dass tatsächlich diese Abwärtsbewegung eingesetzt hat, die ich erwartet habe. Ich denke, dass diese Bewegung noch in den Bereich von 88 Cent fallen könnte. Anschließend eine Kurserholung 1,09. Eine ganz wichtige Marke ist 1,38,50 oder. Und diese Marke ist entscheidend dafür, ob der Abwärtstrend sich weiter fortsetzt. Ich denke aber, er wird. Und dann wird nach dieser Zwischenerholung noch ein weiteres Tief entstehen. So denke ich über die Commerzbank. Und hier ganz rechts am Bild daran zu erkennen, ist eine 0,7. Das heißt, 70 Cent ist da das Kursziel nach der Bewegung? Das ist das, was Fibonacci in den Verhältnisrechnungen und dargibt. Also es sind ganz normale Verhältnisse, die ich da angewandt habe. Wenn wir erwarten, dass diese Welle hier 160% macht, sind wir bei 88 Cent. Wenn er 38 Rücklauf macht, also 38% wieder sich erholt, das ist ganz normal, sind wir bei 1,9. Und dann die nächste gewöhnliche Ausdehnung für die fünfte Welle würde in diesem Bereich gehen. Schauen wir mal auf einen anderen Wert. Bleiben wir aber im DAX, schauen uns E.ON, den Versorger, an. Was erkennt Fibonacci und Elliott beim E.ON-Chart momentan? Hier sieht es so aus, dass wir auch in der fünften Welle sind. Dass man kann also grundsätzlich sagen, die fünfte Welle ist das, der Abschluss von einem Abwärtstrend. Aber wahrscheinlich ist die auch noch nicht ganz zu Ende. Ich denke, dass wir da in der vierten Welle sind. Wahrscheinlich ein Kurserholungspotenzial bis 14,77 sollte die Make-and-Break-Linie bei oder Trendbestätigungslinie bei 16,24 halten. Kriegen wir noch ein weiteres Tief, das ungefähr bei 11, also 10,91 habe ich da ausgerechnet, liegen könnte.
Aber das heißt, so ganz langsam, aber sicher nähert sich Aaron seinem Boden? Das denke ich, ne? Also das ist eine fallende 5 und übergeordnet, also in den größeren Wellen sind da noch größere Fünferwellen zu erkennen. Das heißt also, wir sind hier in der Bodenbildung, das ist die fünfte Welle. Wenn 1091 erreicht ist, dann warten wir auf den Boden und dann kann es wieder nach oben gehen, denke ich. Die Produktzyklen bei Apple, die sind relativ leicht berechenbar und voraussehbar. Man ist da sehr regelmäßig. Man hat jetzt auch begonnen, die nächste Generation des Smartphones, des iPhones zu bauen. Ist der Chart auch irgendwo berechenbar? Also der Chart, da habe ich auch wieder den Chart von 2005, einen ganz langen Chart rausgesucht, um mal zu zeigen, was überhaupt bei Apple schon geschehen ist. Seit 2005 sehen wir, dass er von also 30 ungefähr bis auf 700 gestiegen ist. Das ist eine ganz außergewöhnliche Kurssteigerung. Und wir sehen auch, dass sich da schon Fünferwellen gebildet haben. Und seit 2009 bis zum Top bei 2000, bei 7000, nee, Entschuldigung, bei 703 hat sich eine fünfte Welle ausgeprägt. Das ist eigentlich eine ganz gewöhnliche Korrektur, die da jetzt läuft. Wir hatten das Top ziemlich genau bei 705 hatten wir es ausgerechnet, bei 703 war es. Und wir haben Kursrücklauf bis 388, das will gewöhnlich sein. 419 haben wir schon. Also ein bisschen könnte die Aktie von Apple noch fallen. Rüdiger Maas, die charttechnische Analyse nach der Wellentheorie von Elliott, elliottwaver.de. Dankeschön. Dankeschön, Herr Groß. Ciao.